Vater Grad. Der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Hallo zusammen, schön sind wir auch im zweiten Teil zum Thema Organspende dabei. Heute rede ich, wie schon angekündigt, mit dem Vizepräsidenten der Nationalen Ethikkommission und Theologieprofessor an der Universität Freiburg, mit dem Markus Zimmermann. Der 59-Jährige ist gerade direkt vom Flughafen Zürich an unser Treffen hier in Zürich an und wir hocken jetzt hier im Studio. Danke vielmals, dass Sie trotz Flug noch Zeit haben für das Gespräch. Danke für die Einladung. Ich habe im ersten Teil des Podcasts mit zwei Menschen geredet, die beide eine Organspende hinter sich haben. Das ist zum einen der Herbert. Er hat vor 7 Jahren ein neues Herz bekommen. Und mit der Diana, sie hat erst vor 2 Monaten eine neue Nieren bekommen. Sie selber, habe ich gelesen, sind ja grundsätzlich für die Organspende und haben selber auch einen Spenderausweis. Ja, das ist so. Ja. Wieso haben Sie den Spenderausweis? Mir ist das wichtig. Ich denke, es ist eine... ist ein Segen, dass es die Möglichkeit gibt. Und weil ich denke, dass damit viel Gutes getan werden kann, habe ich mich gleich angeschlossen und auch selber einen Spendeausweis geschrieben und trage ihn auch auf mir. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Menschen zu einem anderen Ergebnis kommen und das für sich nicht möchten. Also es ist ein heißes und umstrittenes Thema und darum beschäftigen wir uns auch in der Ethik gerne damit. Sind Sie persönlich schon mal mit dem Thema Organspende konfrontiert gewesen, also im Umfeld, oder kennen Sie Personen oder haben Sie so Erfahrungen in dem Bereich gesammelt? Also ganz wenig. Ich weiß einfach, ein Kollege von mir, der ist Empfänger einer Niere und das Besondere ist halt, wenn wir abends ein Bier trinken, dann nimmt er noch so 2 Riesentabletten dazu vorher. Also das heißt, er nimmt täglich einfach Medikamente ein, um die Immunabwehr dass es nicht zur Abstoßung kommt des gespendeten Organs. Und was sein Spruch natürlich, kann man sich gut vorstellen, er müsste eigentlich schon verstorben sein, also oder zumindest noch einmal Spender geworden sein, aber das, die Niere funktioniert nach wie vor. Das ist sehr erfreulich und eine schöne Geschichte. Aber es ist nicht erst der persönliche Bezug, den Sie dazu gebracht haben, um einen Spenderausweis auf sich zu tragen? Nein. Aber ich denke, die Auseinandersetzung mit Sterben und Tod, die ich seit 25, fast 30 Jahren jetzt beruflich mache, die hat schon auch dazu stark beigetragen, mich mit diesen Fragen zu befassen und dann eben auch persönlich diese Konsequenz zu ziehen. Obwohl Sie für die Organspende sind, sind Sie bei den Abstimmungen zum Transplantationsgesetz Mitte Mai unter der Gegnung sind, haben sich gegen die Widerspruchslösung ausgesprochen. Durch das Gesetz, das ja angenommen worden ist, wird in der Schweiz jeder automatisch zum Organspender, wenn er sich nicht in ein Register eintragen lässt. Wieso haben Sie sich gegen die Lösung ausgesprochen? Also es gibt natürlich eine Reihe guter Gründe. Und der beste ist gleich den Sie schon genannt haben in Ihrer Frage, nämlich von einer Spende zu sprechen, macht nur Sinn, wenn es tatsächlich eine ist. Und anzunehmen, alle 8 Millionen Schweizerinnen und Schweizer seien eigentlich Spenderinnen. Ja, sie sagen es nur nicht und haben leider auch keinen Ausweis auf sich, also es hat ja nur eine ganz kleine Minderheit einen solchen. Das halte ich für sehr fraglich und für die falsche Grundannahme. Ich denke, wenn es tatsächlich um Spende gehen soll, wenn es darum geht, dass ich bereit bin, etwas von mir oder meinem Körper zu geben, für andere, dann muss auch jedenfalls im besten Fall eine entsprechende Äußerung des Menschen zu Lebzeiten getroffen werden. Auch wenn es ja eigentlich immer noch, man hat ja immer noch die Wahl, um auf die Liste zu kommen. Es ist ja dann immer noch eine Entscheidung der Freien. Ja, ich denke, dass gut schweizerisch würde man das als eine Gängelei bezeichnen. Also ich muss mich äußern. Und wir wissen aus anderen Lebensende-Bereichen, wie beispielsweise Patientenverfügungen oder Advanced Care Planning, dass nur ein Teil der Bevölkerung bereit ist, sich mit dem eigenen Lebensende oder dem Lebensende der Liebsten zu beschäftigen. Das heißt, darüber nachzudenken, Entscheidungen zu treffen, zu überlegen, was sie wollen oder nicht wollen. Und jetzt können sie nicht mehr, jetzt müssen sie. Sie müssen sich dazu äußern, wenn sie verhindern wollen, dass sie beispielsweise unfreiwillig zu Spenderinnen werden. Und das ist eine Gängelei, die meines Erachtens
zu wenig die Grundrechte von uns Menschen bewahrt. Ich denke, dass trotzdem natürlich diese Initiative und auch die Abstimmung, das Resultat zeigt es ja auch, auf ein Problem hingewiesen hat. Nämlich, dass es viel zu wenig Spendebereitschaft gibt und dass sich Leute vielleicht auch aus Naivität oder einfach aus Unwissen nicht damit beschäftigen. Und dazu gäbe es eine viel genialere Lösung, nämlich das Erklärungsmodell. Und das hat auch haben wir als Nationale Ethikkommission vorgeschlagen. Leider ist das nicht in die Politik eingedrungen. Ich glaube, auch der Bundesrat wollte das gar nicht hören. Können Sie da vielleicht noch mal ganz kurz für die, die es nicht mehr präsent sind? Das Erklärungsmodell sieht vor, dass jeder und jede regelmäßig, beispielsweise alle 10 Jahre bei der Erneuerung vom Pass, gefragt wird, möchten Sie Ihre Organe spenden? Ja oder nein? Oder möchten Sie sich gar nicht dazu äußern? Das heißt also, wir würden daran sanft erinnert von einer offiziellen Seite, aber hätten auch die Möglichkeit zu sagen, nein, wir wollen uns gar nicht damit befassen, wir möchten uns nicht entscheiden. Das wäre die beste Möglichkeit, 2 Dinge zu gewährleisten. Einmal zu gewährleisten, dass dieser Mensch, der jetzt tot ist, tatsächlich spenden wollte, und führte zu einer maximalen Entlastung der Angehörigen, die überleben, weil das sind diejenigen, die am meisten leiden unter dieser ganzen Entscheidungssituation. Sie müssen dann entscheiden, kein Arzt, keine Ärztin explantiert Organe ohne Zustimmung der Nächsten und Angehörigen. Und daher übrigens auch nicht in den Ländern, in denen eine andere Regelung existiert, wie beispielsweise in Spanien und Österreich. Strikte Widerspruchsregelung, trotzdem macht kein Arzt das. Das macht man nicht und Frau auch nicht. Weil da könnten gröbste Verletzungen entstehen bei den Angehörigen, die dann damit leben müssen, noch ein Leben lang. Ich habe da kein Problem im Hinblick auf den Gestorbenen, auf den Leichnam. Auch für mich nicht, wenn ich der Leichnam wäre, sondern eben für die, die übrig bleiben. Und das Erklärungsmodell ist meines Erachtens in der Hinsicht für die Angehörigen als Entlastung und für die, die das Organ dann erhalten, zu wissen, der wollte das tatsächlich, die wollte tatsächlich, das beste Modell. Genau, Sie haben jetzt auch schon ein bisschen vorgegriffen. Da wäre ich auch noch gekommen. Es sind ja dann schlussendlich auch in der Schweiz die Angehörigen, die entscheiden, auch wenn es jeder automatisch zum Organspender wird, sind es am Schluss noch die Angehörigen, die dann okay geben. Und die Praxis gibt es eben zum Beispiel auch in Österreich. Dort sind es auch die Angehörigen. Aber nach Gesetz muss in Österreich kein Angehöriger gefragt werden. Genau, absolute Praxis. De facto werden sie gefragt. Ja. Das ist, wenn sie sich da hineinfühlen in die Situation, sonnenklar, warum das so ist. Weil das einfach nicht geht. Sie können nicht einfach gegen die Überlebenden sozusagen oder die Verwandten einen Körper öffnen und die Organe entnehmen. Das könnte zu tumultartigen Szenen in einer Intensivstation führen oder in einem OP. Das geht nicht. Obwohl die Regelung so wäre, sowohl in Österreich als auch in Spanien. In der Schweiz ist es ja nicht so. Und eben, es zeigt sich ja dort, dass das nicht mehr Leben haben können gerettet werden oder dass häufig die Angehörigen dann Nein sagen. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Land. Also wir haben das genauestens, nicht nur wir, auch der Bundesrat hat das genau studiert und muss dir dann auch zugeben, die Widerspruchslösung alleine ist keine Garantie dafür, dass jetzt mehr gespendet wird. Im Gegenteil, es könnte jetzt sogar der Widerstand steigen. Das sind andere Kausalursachen, die viel wichtiger sind als die Regelung der Widerspruch oder Zustimmung, die entscheidend sind. Dazu gehören ganz, ganz entscheidend eine öffentliche Debatte, die es gibt, ein öffentliches Bewusstsein für dieses Thema, in der Schweiz meines Erachtens gegen null, ist nicht vorhanden. Eben ein bisschen präsenter ist ja das ganze Thema jetzt schon geworden durch die Abstimmung. Also da hat man auch jetzt in der Schweiz auf jeden Fall häufiger darüber geredet. Aber eben, wenn man dann so Beispiele aus dem Ausland anschaut, kann man dann auch sagen, dass die Vorlage nichts bringt? Ich glaube nicht, dass sie nichts bringt. Ich denke, dass für die nächsten 3 Monate öffentliche Wahrnehmung und Bewusstsein, dann bringt sie natürlich auch, und darauf sind wir als Nationale Ethikkommission jetzt sehr gespannt, die Pflicht des Gesetzgebers, also jetzt hier das Bundesamt für Gesundheit, alle Menschen in der Schweiz, alle 8 Millionen, auch im Prinzip Touristen, die hier reinkommen, zu informieren darüber, dass sie als Organspenderinnen gelten. Und das heißt natürlich auch, zu erklären, was damit verbunden ist.
Und das heißt, und darauf warte ich schon sehr lange, aus ethischer Sicht auch darüber offen zu reden, dass nicht nur Hirntote, sondern auch Herz-Kreislauf-Verstorbene als Organspender angesehen werden. Das ist beispielsweise in Deutschland eine verbotene Praxis. Und darüber zu reden, fände ich wichtig. Und vielleicht kommt das ja jetzt aufgrund der Widerspruchsregelung, dass der Gesetzgeber sich in der Pflicht sieht, da öffentliche Debatten zu lancieren. Also in der Schweiz ist es in dem Fall nicht so, dass nur hirntote Menschen, dass dort Organe entnommen werden. Oder wie meinen Sie mit dem Kreislauf, Herzkreislauf? Also es gibt auch die Donation after cardiac death, nach Herz-Kreislauf-Tod. Ganz korrekt, politisch korrekt, muss es natürlich heißen, es wird nach Herz-Kreislauf-Tod zuerst der Hirntod festgestellt, der sekundäre Hirntod festgestellt, und dann erst darf entnommen werden. Aber das ist trotzdem nicht dasselbe wie beim Hirntod. Beim Hirntod, ich karikiere, wenn Sie erlauben, da ist viel Zeit. Da ist ganz viel Zeit. Sie können die Maschinen dann abstellen, wenn klar ist, jetzt ist das Explantationsteam mit dem Helikopter gelandet, jetzt können Sie eingreifen. Und da ist auch schon eine Person, die passend ist für das Herz oder wie auch immer und wartet schon im OP in einem anderen Land vielleicht, in einer anderen Stadt. Hingegen beim Herz-Kreislauf-Tod ist das alles ganz anders. Das geht in sehr schnell, also in Minuten, und nach 5 Minuten im Moment Wartezeit darf entnommen werden nach dem Herz-Kreislauf, nach der Feststellung des Herz-Kreislauf-Tods. Und bis vor kurzem waren es noch 10 Minuten, jetzt sind es nur noch 5 Minuten. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation, über die wir öffentlich überhaupt nicht sprechen. Ja? Und das wurde übrigens auch erst vor 1,5 Jahren in der Schweiz breit lanciert. Vorher gab es es schon, und zwar in Genf und in Zürich in den beiden Unikliniken, aber in den anderen nicht. Und soweit ich informiert bin, hat die Insel in Bern immer noch Probleme damit und macht es immer noch nicht. Und haben Sie mal was darüber gelesen oder gehört im Radio? Ich nie. Ich kenne das nur aus den Insider-Debatten, und da ich auch gute Kontakte habe zu Transplanteuren und zu Leuten, die in der Praxis stehen, habe ich überhaupt Informationen, die solide sind. Und das geht so nicht. Und das ist natürlich auch der Punkt, den ich gerne nutze jetzt, wenn eine Abstimmung ist oder wenn Interviews sind, um das zu sagen. Wir müssen darüber sprechen. Es geht nicht, dass das so unter dem Tisch eingeführt wird. Und ich selbst habe kein Problem damit. Aber ich habe mir auch etwas dazu überlegt und weiß auch warum. Aber es gibt auch eine Studie aus Zürich, aus dem Unispital, die zeigt, dass die Zufriedenheit der Angehörigen von Spendern, die ist gleichermaßen, oder die Schwierigkeiten, die Menschen haben, ist unabhängig davon, ob sie jetzt Herz-Kreislauf-tot waren, die Spender, oder Hirntod. Also insofern gibt es keine große Beunruhigung. Aber es gibt zumindest Grund zur Debatte. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie viel das Bundesamt für Gesundheit in wie vielen Sprachen uns informieren wird. Also das sind da eher dazu beiträgt, dass weniger Leute spenden wollen, wenn sie da wissen, oder dass mehr würde? Meine These ist ganz steil. Ich glaube, es werden unter dem Strich mehr sein, wenn die Leute den Eindruck haben, diejenigen, die sich damit befassen möchten, das werden immer nur ein Drittel sein. Maximal 40%. Die anderen wollen gar nicht. Das ist eine handgestrickte Behauptung, das weiß ich nicht. Es gibt keine Studien dazu, aber ich würde das steil so annehmen. Maximal 40%. Und von denen, glaube ich, würden einige wären eher bereit, und deren Angehörige, wenn sie wüssten, was da genau vor sich geht, wie das zu erklären ist und so weiter. Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Aber Sie haben sich jetzt eigentlich auch ziemlich dafür eingesetzt, dass da etwas geht in dieser Sache. Sind so Organspenden aus ethischer Sicht vertretbar? Ja, auf jeden Fall. Die Grenzen sind da, wo bestimmte religiöse,
spirituelle Vorstellungen da sind oder auch Gebräuche, Rituale, die das ausschließen. Da ist eine klare Grenze. Und bei mir in meiner katholischen Welt gibt es die nicht, die das ausschließen würden. Also habe ich auch kein Problem damit. Es gibt namentlich, das ist in der Literatur das Hauptbeispiel, in Japan die Praxis, dass unabhängig jetzt von der Religionszugehörigkeit Leichen mehrere Tage aufgebahrt bleiben, so wie es früher im Fricktal in der Schweiz auch noch war. Und dann können Menschen vorbeikommen, sich verabschieden. Aber vor allen Dingen gibt es klare Rituale, die dann vollzogen werden. Und die dürfen natürlich nicht gestört werden durch so etwas wie eine OP, die darin besteht, einen Körper ganz zu öffnen und nachher wieder zu schließen. Das ist das eine schließt das andere aus. Es ist eben auch in der Kirche, lang ist die Kirche gegen die Organspende, aus dem gleichen Grund auch wie gegen die Einäscherung oder gegen das Begräbnis im Sarg. Wieso ist das so? Also die katholische Kirche war entgegen ihrer Information nie dagegen, sondern von Anfang an, überraschenderweise übrigens, immer dafür. Und zwar, glaube ich, ist die Erklärung schon, also seit der ersten Herztransplantation in Südafrika war die ja lustigerweise in Kapstadt, war die Kirche dafür, weil es um eine altruistische Geste geht, weil es um eine Spende geht, weil es darum geht, dass Großherzigkeit möglich ist für einen Menschen, anderen Menschen gegenüber. Das stand immer im Zentrum. Und die katholische Kirche war lange gegen, tatsächlich gegen die Einäscherung, die Sie genannt haben, aber nie gegen die Organspende. Mhm. Aber können Sie gleich nachvollziehen, dass es Leute gibt, die glauben, dass es eben vielleicht dann ein Leben nach dem Tod und dass man dort komplett sein muss? Oder haben Sie auch schon so Sachen gehört? Das gibt es im Judentum, die Vorstellung, dass daher auch die Idee, Gräber nicht aufzuheben, sondern intakt zu behalten bis zum jüngsten Tag. Aber das ist nur eine kleine Minderheit auch im Judentum, die so tatsächlich auch glaubt und sich das vorstellt. Die größten, mit Abstand größten Widerstände, die gegen die Organtransplantation vorgebracht werden, sind diejenigen von Menschen, die sagen, Hirntod ist eigentlich gar nicht tot und was ihr da macht, ist Menschen töten. Und das geht nicht. Und mich auch nicht. Ja? Und das ist ein relativ, also das war eigentlich zunächst einmal gedacht, 70er Jahre, 80er Jahre geführt die Debatte und die kam aber dann in den 10er Jahren und in den letzten Jahren mit Wucht und Vehemenz wieder zurück. Und damit ist quasi der wichtigste Teil in der ganzen Argumentationskette berührt, nämlich die sogenannte Dead Donor Rule, die heißt: Entnommen werden nur Organe von Menschen, die wirklich tot sind. Dead Donor Rule. Und wenn jetzt mit nicht nur schlechten Gründen gezeigt werden kann, Hirntote sind ja noch gar nicht wirklich mausetot, sage ich dem. Sie sind zwar auch nicht mehr lebendig, aber auch noch nicht ganz tot, dann wird es schwierig mit dem Durchhalten dieser Dead Donor Rule. Also schwierig, wie meinen Sie da? Mhm. Dann dann findet tatsächlich ein Eingriff statt in den menschlichen Körper, während der Mensch noch nicht ganz gestorben ist. Mit Haut und Haar noch nicht gestorben ist. Für mich ist das kein großes Problem aus ethischer Sicht, weil das Sterben ohnehin ein Prozess ist und die Festlegung des Todeszeitpunkts ist nicht kein willkürlicher Akt, aber es ist ein politischer Akt, ein gesellschaftlicher Akt. Selbst wenn wir den Hirntod nicht als Todeszeitpunkt hätten, müssten wir einen anderen wählen, den wir dann festlegen müssten als Gesellschaft. Es gibt natürlich die ganz kreative Vorstellung, jeder und jede legt selber fest, wann sie oder er tot ist. Aber das würde gesellschaftlich zu einem großen Tohuwabohu führen bei der Beerdigungspraxis und so weiter. Ich glaube nicht, dass das wirklich realisierbar ist in einer Gesellschaft. Viele argumentieren ja auch, dass sie nicht recht wissen, ob die Seele schon aus einem hirntoten Mensch draussen ist. Was sagen Sie da dazu? Ja, mindestens zwei Dinge, die mir dann sofort kommen. Einmal ist die Frage, was Sie eigentlich oder was jemand unter Seele
versteht. Das ist sehr, sehr verschieden. In unserer biblischen Sprache ist die Seele die Nefesh, das ist der Atem, die Kehle. Und wenn der Atem weg ist, ist auch die Seele weg. Das ist biblisch gesehen sonnenklar. Aber dann gibt es natürlich auch, das ist in meiner Glaubenswelt sehr wichtig, in der christlichen, die Vorstellung, der ganze Mensch stirbt. Nicht so wie der Antike, wie bei Platon zum Beispiel, die Seele fliegt dann weg und wird dann nochmal wiedergeboren in einem anderen Menschen. Wiedergeburt, Reinkarnationsvorstellungen, die auch in Asien die Hauptvorstellung ist, wie das dann nach dem oder im Tod wieder weitergeht und Tod und Geburt quasi wie eins sind zeitlich. Ich in meiner Theologie, in meinem christlichen Glauben gehe ich stark davon aus, in meinem Verständnis vom Neuen Testament, dass wenn wir tot sind, dann sind wir tot. Dann ist alles zu Ende. Es bleibt dann eine Hoffnung auf eine Auferstehung, aber die bezieht sich auf den ganzen Menschen. Die bezieht sich nicht auf einen bestimmten Teil, zum Beispiel den Teil, den bestimmte Leute Seele nennen. Aber ich merke, wenn ich das ausspreche, in Gesprächen, in der Öffentlichkeit, das führt zu großer Verwirrung, weil verbreitet ist die Idee, wir machen das Fenster noch auf, dann kann die Seele rausfliegen, als wären wir zweigeteilte Wesen, wir Menschen. Ich denke, das ist biblisch nicht gedeckt. Also Hirntod ist für Sie in dem Fall auch Tod? Ja, Hirntod ist eine sehr plausible Festlegung des Todes des ganzen Menschen. Ja. Man könnte auch noch warten, bis alles, also bis auch die letzte Zellteilung aufhört. Aber dann hätten wir das Problem, dass wir viele Kühlschränke bräuchten, weil es würde furchtbar stinken, bis dann eine Beerdigung stattfinden könnte. Also das macht alles keinen Sinn. Zumal, und das ist vielleicht auch noch wichtig, wenn man öffentlich darüber spricht, die Menschen, die hirntot sind und zu Spenderinnen und Spender werden, die werden ja immer oder fast immer länger behandelt als die anderen. Diejenigen, die nicht Spender sind, bei denen wird vorher aufgehört zu behandeln. Und dann sind die ohnehin mausetot und werden beerdigt. Diejenigen, die bereit sind oder deren Angehörigen sagen, wir sind bereit für die Spende, die sind auch bereit, den einen Tag oder anderen eine längere, eigentlich für den Patienten selber sinnlose Behandlung in Kauf zu nehmen. Also in der Patientenverfügung der Kirchen in Deutschland, da ist dafür extra ein Kreuzchen, das man machen kann. Ich bin Spenderin, das heißt, ich bin mir dessen bewusst, dass ich auch länger behandelt werde als die anderen. Von dem her ist das sowieso auch kein Problem. Also wenn man dann spendebereit ist, dann wird man geöffnet und ist dann spätestens mausetot, wenn das Herz entnommen ist. Ich finde das eher beruhigend. Ja, also ist eine der ganz großen Ängste der letzten 1000 Jahre ist von uns Menschen, Philipp Aries, wir würden lebendig begraben werden. Das steht auch manchmal in 20 Minuten, so eine Schockergeschichte. Da hat jemand geklopft im Sarg und so. Und das wird garantiert ausgeschlossen dadurch. Ja, das findet garantiert nicht statt. Also wenn eine Explantation stattgefunden hat, dann sind wir auf jeden Fall tot. Spätestens dann. Ich finde das alles sehr, ich meine das in keiner Weise zynisch, sondern ich meine das sehr menschlich, weil das Leben ist kurz. Meins geht schon dem Ende entgegen, wenn ich sie so anschaue. Also das ist einfach, und irgendwann ist es zu Ende. Und wenn wir dann etwas Sinnvolles dann noch tun können, ich finde das sehr, sehr plausibel, das zu tun. Aber nicht in dem Sinne dessen, dass ich dann vielleicht noch weiterlebe oder noch länger leben könnte oder die Angst, ich könnte dann vielleicht etwas kürzer behandelt werden als die anderen. Das Gegenteil ist eher der Fall. Aber Sie haben gesagt, eben eine Möglichkeit wäre, dass man die Leute regelmäßig informiert, dass es die Möglichkeit gibt, dass so auf den aufmerksam werden. Es ist aber auch viel passiert beim Thema Organspende, sind Sie angesprochen, damit Südafrika die allererste Herztransplantation ist noch gar nicht so lange her. Und jetzt mittlerweile werden auch schon Schweinherz eingesetzt, ist ja auch das erste Mal ein Schweinherz eingesetzt worden. Der Mann ist dann aber 2 Monate später verstorben. Was halten Sie von so Möglichkeiten? Ja, die Xenotransplantation. Daneben besteht auch noch die Möglichkeit, ein Kunstherz einzusetzen. Das funktioniert auch nur bestimmte Monate bis jetzt. Das könnte auch noch verbessert werden.
Könnten wir eventuell auch mit einem Kunstherz oder weiterleben. Ich denke, da sind große Bedenken anzumelden, aber nicht, weil es darum geht, von Schweinen in Menschen etwas zu transplantieren, sondern weil die Nebeneffekte wir nicht kennen und nicht im Griff haben. Wir haben gerade eine Pandemie, ja, vielleicht hinter uns, aber vielleicht eben noch gar nicht, die auch darauf auf Zoonosen zurückgehen könnte. Also welche Viren, Bakterien oder sonstige Dinge, die wir nicht haben wollen, werden dann vom Schwein, was im Schwein unproblematisch ist, auf den Menschen mit transferiert. Wir wissen das alles noch sehr wenig. Das ist eigentlich die größte Gefahr. Also nicht aus ethischer Sicht. Das ist ethisch. Das ist ein guter ethischer Grund, der darauf hinweist, die Folgen haben wir vielleicht gar nicht im Griff, die wir dann gewärtigen. Das sind wirklich Experimente, die hier gemacht werden. Aber ich würde sagen, die tierethischen Aspekte, also wir müssten dann ja transgene Schweine entwickeln. Wir haben übrigens solche Farmen in der Welt, die sind hochgeheim, weil wenn die bekannt wären, würden die gestürmt von irgendwelchen Tierfreaks. Also das ist natürlich auch eine große Debatte, die tierethische Debatte. Dürfen wir transgene Tiere herstellen? Das wird schon lange gemacht und funktioniert immer besser. Also ich habe kein Grundsatzproblem damit, dass das eine auf das andere übertragen wird. Aber die Folgen haben wir nicht im Griff. Also so zum Grundsatzfrage, also ein Mensch ist auch ein Mensch, wenn er ein Tierherz in sich inne hat oder ein Kunstherz. Das würde ich steil so sehen. Was ist, wenn dann in 100 Jahren auch Leber, Niere und Pankreas übertragen werden können und dann quasi über die Hälfte der Organe schon einmal tierisch sind? Und natürlich, das ist so die Science-Fiction-Frage schlechthin, ist, wenn das Hirn transplantierbar wäre, was wäre dann? Aber ich denke, das ist keine reale Vorstellung. Aber alles das muss diskutiert werden. Und im sogenannten Transhumanismus wird das auch alles diskutiert. Also unter der Idee, der Mensch ist ein Mängelwesen und wir sollten den Menschen verbessern und das auf alle möglichen Arten und Weisen, indem wir Maschine, Mensch und Tier zusammenführen. Maschine im Sinn von Chips ins Hirn implantieren. Da geschieht schon sehr viel. Ich bin natürlich ein großer Skeptiker und beobachte das mit großer Skepsis. Aber dass das gemacht wird und versucht wird, das ist Realität. Zuerst probiert man jetzt wahrscheinlich eben durch Menschen, also dass mehr Leute Organspender werden. Es gibt ja 1500 Menschen in der Schweiz, die auf dieser Warteliste sind. Was sind vielleicht noch so Sachen, die Ihrer Meinung nach passieren sollten beim Thema Organspende? Also ich glaube, wenn Sie mir die Carte Blanche geben, der nervigste, der schwierigste, mit Abstand schwierigste Punkt ist, jemand ist verstorben und das sind die Angehörigen und die sind vollständig verzweifelt, wenn das plötzlich geschehen ist, bei einem Unfall, Motorradunfall. Und diesen Menschen dann auf menschliche Weise zu begegnen und mit der Offenheit zu begegnen, sie können Nein sagen, sie können Ja sagen zu der möglichen Spende, das halte ich für das ist der Wunsch, der oberste Wunsch, den ich habe. Denn das ist ganz wichtig für das Ergehen der Menschen in dieser Zeit der Trauer oder des Abschieds, aber dann auch ihr Leben lang. Also was da gesprochen wird und nicht gesprochen wird, ist unter Umständen much entscheidend für das ganze restliche Leben, für die dabei stehen. Und da würde ich sagen, wenn Sie mir eine offene Karte geben, das ist das Wichtigste. Wunderbar, danke vielmals für das Gespräch. Bitte schön. Und für die Antworten. Vater Graz.